1. April, also du weit. Eins, da habe ich gefragt, dass ein April zieht, habe ich gesagt, nein. Weil dann ist eine weitere Etappe, konzernant den Aménagement von einer neuen Aktie an der Centre Ville für Schöffling, also aufgeschlossen. Das ist der Tag, wo den Passage Souterrain noch ein Stück weiter Realität geht. Das ist der Tag, wo die Karkasse, die da draußen abgerichtet ist, die nur während Wochen am Mond gebaut ging, also fertiggestaltet ging, auf seinen richtigen Platz gedrückt wird. Das mit Sicherheit ein spektakulärer noch Aktion, noch flotte Arbeit, aber gleichermaßen also da wäre ein weiterer Schritt hier ein, gebe ich so eine groß urbanistische Veränderung von unserer Ortschaft. Die Strecke Beteburg über Schöffling auf Esch aus dem 1860 mit dem Abbau von den Schmelzen kaum realisiert ging. 1874 kam auch ein Halt auf Schöffling. Durch die Eisenbahnlinie ab oder durch die Eisenbahnlinie in Richtung Schöffling als aus diesem Dorf ein richtiger Gemeng ging, als die Stadt abgebläht und als zu ihrem Wohlstand kommen. Und ich meine, am Nutzen einer doch großen Majorität können zu sagen, sicherlich auch mit einer kleinen Art von oder einer Spur von Skepsis und auch Ungewissheit, dass man können sagen, und dass man uns freuen, dass dieses Projekt, nämlich die Suppression von den drei Barrieren zu Schöffling, mit einer neuen Entree an der Centre Villeran endlich an Schluss fassen könnt und dass an der Pullmengen da definitiv wird Realität gehen. Mehr Sicherheit im Schienennetz, eine mehr effiziente und fiable Zugstrecke, eine mehr fluide Situation für den Trafik routier, ein nachhaltiger Approach, eine neue Velosphäre auf Fußgängerwege, die meist gemäht. Es gibt ein neues modernes Gewehr geschaffen, neue Aménagemente von der Rue Alois Kaiser mit Fußgängerzonen und so weiter. Von dieser Platz aus eure große Merci und verstehst du mich, ja und Geduld. Und Geduld von den Leuten, die am direkten Entourage von der Baustelle gewohnt haben. Es war oft nicht einfach mit den Inkommoditäten, mit dem Knast und den vielen Komödien. Merci für die Geduld. Die meisten waren noch immer verständlich. Auch unserer Geschäfts- und Handwerkerwelt ein großes Merci. Der Parkraum war teilweise immer angeschränkt und die Präsenz von Kamion oder sonst größeren Maschinen wird vieles auch verlangt. Die Partizipation vom Fonds der Reihe lag bei 32 Millionen, die vom Fonds der Route bei 4 Millionen, während Gemenge aus ihrem Budget 7 Millionen musste abbringen. Wenn wir Passage an Niveau supprimieren, dann hört das auch eine Inzidenz auf Kapazität im Netz. Wenn in der 3 mit den 1 supprimiert, und das ist ganz klar, das hilft uns auch noch, dass wir um Netz selber eine Kapazität, eine große Fluidität können kriegen, eine Kapazitätsverbesserung kriegen. Die Schöfflinger gehen, die sind komplett so modernisiert, gehen zu dem Stand von Haut. Wie ich meine, wie nicht Transport soll ausgeliefert, dass es dem gerecht geht. Und zwar, dass es proper ist, dass die Leute drinnen stehen, dass die ganzen Installationen, die rundherum sind, gut belegt sind, modern sind, was dann wird heute dazu gehört, wenn man so einen Halt oder seinen Gär guckt. Ich soll von meiner Seite auch all denen Merci, die Heimat geschafft haben, die gut zusammen haben, die Menge Verwaltungen hatten, mein Minister hatten, mit der Gemeinde, für das Projekt und natürlich soll ich auch den Bürgerinnen und den Bürger rundherum ein dicke Merci, weil du Bürgermeister hat schon gesagt, der Schand hier als auch mit Visance verbunden für die Geduld, die die Leute tun. Aber ich kann sie versichern, die Geduld, die wird sich gelohnt tun, wenn der Zeit fertig ist, wird das eine wesentliche Verbesserung geben für den Wirtschaftskehr von Schöffling. Und ich meine, das war nicht, das wissen wir alle gut. Denn